Willkommen zu einer neuen Folge MotoGP 2017 und wir sind in Valentino Rossi The Game und wir sind in Mugello zum Italien GP. Aber bevor wir loslegen, habe ich noch ein, zwei kleine Infos. Zum einen, wir sind nochmal im Hauptmenü vom Spiel, denn der 2017er Mod wurde in der Tat nochmal eigentlich so kurz vor Release des neuen 17er Spiels nochmals geupdatet. Finde ich mega cool. Es hat ein bisschen auf sich warten gelassen. Ich habe da ja auch mal nachgefragt bei Race Department, bei dem Biker 7202, so heißt er ja. Kann man gerne mal vorbeischauen, wenn man den Mod denn haben möchte. Und ja, da gab es nochmal ein Update. Es ist jetzt nicht so großartig viel Neues, sage ich mal, was jetzt Optik, Lackierung und so weiter angeht. Ich glaube, der Rossi, der hat einen neuen Helm bekommen, aktuellen Helm. In Mugello hat er jetzt zwar einen Spezialhelm, aber er hat nochmal allgemein einen neuen Helm bekommen. Und hier und da ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, Remy Gardner aus der Moto2 wurde da auch nochmal irgendwie angepasst. Also so ganz spezielle Fahrer. Ich weiß nicht, was da jetzt so die Vorlieben sind. Aber eine Sache, und da bin ich sehr gespannt drauf, ist, dass die Fahrer, die Skills, die Stärken, dass die jetzt angepasst wurden. Also dass jetzt die Fahrer, die aktuell stark sind, auch wirklich vorne fahren. Bei der Moto2 zum Beispiel war das ja so, dass Andrea Locatelli, weil er eben in dieses Team gewechselt ist, vorne gefahren ist, weil es halt ein starkes Team ist. Aber Locatelli, wissen wir, der fährt ganz und gar nicht vorne. Ist ja Teamkollege, glaube ich, von Mattia Pasini. Und wir haben auch grafisch jetzt hier einiges dazu bekommen. Unten, wenn man die Köpfe, die Fahrer sieht mit ihren Cappies, die sind jetzt alle ja schön einheitlich, wie man da sehen kann. Auch die Vorschaubilder, das Bike, Lederkombi, Helm, das wurde jetzt auch alles schön angepasst. Also das hier auch wunderbar. Das haben wir schon in der Moto-Spielklasse hier ganz gut bekommen. Okay, hier haben wir jetzt ein Bild von Takaki Nakagami drinne bei Karel Abraham. Okay, das stimmt jetzt noch nicht so weit, aber ich glaube, da können wir nochmal drüber hinwegsehen. Nakagami übrigens, nächstes Jahr wird der Teamkollege von Crutchlow. Da kommen dann erstmals zwei LCR Honda Fahrer fahren da eben für das Team. Ich will gerade nochmal gucken, in der Moto2, Moto3, da ist es soweit auch jetzt angepasst. Da habe ich aber noch nicht so wirklich reingeschaut, also was jetzt eben die Grafiken und so weiter angeht, wurde da eben auch nochmal ordentlich dran gearbeitet und halt eben, dass die Fahrer, die halt auch momentan gut fahren, dass da das Skill-Level auch angepasst wurde. Und deswegen werde ich auch mal, um das natürlich zu testen, oder nach dem Rennen, Sonntag, nach den Rennen mit jeweils den drei Klassen, dann nochmal ein Rennen fahren. Aber wir wollen jetzt erstmal auf die Qualis zurückschauen. Wir gehen in die MotoGP-Klasse. Andrea Dovizioso ist schon ausgewählt. Ich würde ganz gerne mit einer Ducati hier heute fahren. 6 Runden bei bestem sonnigen Wetter in der Toskana beim Mugello Circuit. Und wir legen los. Ja, die Qualis. Es war schon ziemlich spannend, mal wieder. Natürlich, wir haben die lange Gerade, wir haben die Windschattenspiele. Die Ducatis natürlich funktionieren gut. Ich habe aber das Gefühl, dass die von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr nachlassen. Also so die Dominanz habe ich da jetzt nicht so spüren können. Wir haben zum einen natürlich einen Jorge Lorenzo, der da erst mal reinfinden muss. Aber man merkt, dass er so langsam kommt. Ne? Also hier und da sind da doch schon dann die guten Ergebnisse mit dabei. In den freien Trainings ist er soweit ganz gut gefahren. Also er hat, denke ich mal, ein gutes Renn-Setup schon gefunden. Da dürfen wir uns, denke ich mal, auf morgen so ein bisschen gespannt machen. Michele Pirro, der Ducati-Testfahrer, ist auch wieder mit dabei. Also drei Werks-Ducatis sind am Start. Neben den Pramac-Ducati-Leuten noch. So, wir starten mal hier. Oh, ich habe mein... Warte mal, stört das eigentlich, wenn ich mein... hat ausgeschaltet habe. Da möchte ich gerade noch mal gucken. Ich würde eigentlich ganz gerne die Runden sind auf 1. Positionsanzeige sind 1. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Achso, wir sind ja noch bei den Ampeln, ne? Ah, jetzt kommt erst die Anzeige. Ach so, alles klar, okay. Hier, ich lasse es mal so stehen, weil ich habe letztens mal ohne hat gespielt. Weil ich einfach mal so die klare Sicht haben wollte. Wir tasten uns jetzt erstmal hier so ein bisschen vorsichtig ran. Ich habe vorher nicht, ich bin vorher nicht Test gefahren hier.
in Mugello. Mal schauen, was wir so im ersten Versuch reißen können. Die KI steht auf schwer. Sollte aber eigentlich soweit machbar sein. Es ist ja eine relativ einfache Strecke, wenn man das so sehen möchte. Viele Links-Rechts-Kombinationen, Highspeed, hartes Anbremsen. Und, was sind wir hier? Guck mal, links ist gar kein Kiesbett. Fällt mir gerade erst auf. Da ist doch ein Kiesbett. Da ist doch sogar im letzten freien Training, im FP4, ist doch der Marquez da geradeaus. Deswegen erinnere ich mich daran. Da war doch mal ein Kiesbett. Ja, soweit kommen wir hier ganz gut durch. Ist, glaube ich, kein Problem. Wir haben 6 Runden Zeit. Mal schauen, wie es auf der Geraden aussieht. Hier kürzen wir ein bisschen ab. Und natürlich, das Wochenende steht ja auch so ein bisschen im Zeichen des Kentucky Kids. Ich habe darüber noch gar nicht gesprochen. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Der Kampf wurde nicht gewonnen. Wir haben somit einen ganz, ganz großen Fahrer verloren. Eine Legende. Es wird natürlich an ihn gedacht. Fahrer haben die Startnummer auf dem Bike, auf der Kombi, wo auch immer. Es sind sogar spezielle Helme gemacht worden, unter anderem Iannone. Mit einem kompletten speziellen Helm, der an Hayden denkt. Rossi hat einen Spezialhelm, der mir wirklich sehr gut gefällt. Der hat dann nämlich seine 46, die eben in die 69 übergeht. Was da auch eben die Farben angeht. Vorsicht hier. Finde ich sehr schön designt. Auch oben drauf. Okay, das gehört jetzt nicht dazu, aber das erinnert auch an Francesco Totti, der ja seine Karriere mehr oder weniger beendet hat. Ich bin da ja nicht so drin. Bei AS Rom. Auch einer der ganz Großen. Und auch ganz schön im Fahrerlager müsste das, glaube ich, stehen. Eben die ganzen Bikes, mit denen Hayden gefahren ist. Von der Weltmeistermaschine, von der Repsol von 2006 bis hin über die Ducati, die Aspar und auch das Superbike aus der aktuellen Saison, die Fireblade im Red Bull Design. Aber dann würde ich mal vorschlagen, wir schauen uns einmal die Quali-Ergebnisse an der MotoGP. Es ging dann wirklich, ja, drunter und drüber kann man sagen. Die Ducatis mischen natürlich relativ gut mit. Aber ganz am Ende, ganz vorne, darf sich dann Maverick Vinales behaupten, der eine Bombenrunde hingelegt hat. Gefolgt von Valentino Rossi, der eben auch unter Schmerzen fährt. Der hat auch so ein kleines Handicap. Der hatte ja auch in den vergangenen Tagen oder in der letzten Woche einen Motocross-Unfall, der gar nicht so ohne war. Musste da sogar eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Darf auch, denke ich mal, von Glück sprechen, dass er da überhaupt die Rennerlaubnis bekommen hat für das Mugello-Wochenende. Also er auf jeden Fall mit Handicap unterwegs und hat auf jeden Fall auch Schmerzen. Aber das hält ihn nicht davon ab, hier in Mugello bei seinem, ja okay, Heimrennen. Ist es Heimrennen, weil San Marino liegt ja eigentlich näher an der Ranch.
aber bei seinem Heimrennen hier alles zu geben, da zu sein. Die Fans hier in Mugello, die rasten ja immer ganz besonders gut aus. Die machen auf jeden Fall sehr, sehr gute Stimmung. Und da vorne kämpfen auch die beiden Yamaha-Piloten. Ja, Rossi nach dem Aus in Le Mans. Letzte Runde. In der letzten Runde. Natürlich so ein bisschen den Anschluss verloren, was die WM angeht. Also Rossi hat sich wieder einen Fehler erlaubt. Marquez hat sich auch schon Fehler erlaubt. Vinales. Da müssen die beiden aufpassen, sonst macht er da vorne weg. Auch wenn er noch einiges lernen müsste, habe ich das Gefühl. Also das ist noch so ein junger Wilder, der Maverick. Der braucht noch Erfahrung. Talent hat er auf jeden Fall, aber er braucht noch Erfahrung. Aber das Zeug zum Weltmeister hat er allemal. Mal schauen, was da morgen im Rennen passiert. Wie sehr Rossi da eben pushen kann. Motiviert sollte er sein, ohne Ende. Und ich glaube, von hinten wird da keiner so wirklich mithalten können. Also ich tippe da mal wirklich auf einen Zweikampf der beiden Movistar-Piloten. Auf der 3 haben wir Dovizioso. Okay, da fangen wir schon mit den Ducatis an. Aber wir haben auch eben die Renndistanz. Wie können die Ducatis da über die Renndistanz eben mithalten? Aber ja, Dovizioso auf der 3, gutes Ergebnis für ihn. Da ist, denke ich mal, auch ein Stein von Herzen gefallen. Lief ja bisher nicht so gut für ihn, für Andrea Dovizioso. Und umso erfreulich natürlich dieser dritte Platz. Der Testfahrer Michele Pirro auf der 4 kann man auch mal machen. Hat da auf jeden Fall einige Werkspiloten hinter sich gelassen. Unter anderem auch in Anführungsstrichen der Teamkollege Lorenzo. Dann weiter auf der 5. Nicht wundern, ich muss hier gerade ab und zu mal rüber lunsen. Auf der 5 dann die erste Repsol Honda. Es ist nicht Marquez, es ist in der Tat Pedrosa, der sich da vor Marquez geschoben hat. Marquez startet nur von der 6. Position. Auch er muss da einiges aufholen. Upsi. Hat ja, wie gesagt, ich glaube, es war im letzten FP eben diesen Ausritt, ist da ja eigentlich über das Hinterrad so ein bisschen rausgerutscht. Und auch noch in derselben Session später hat er auch nochmal einen Ausrutscher gehabt, auch über das Hinterrad. Also das Gefühl, das war da überhaupt gar nicht da. So, wir sind ja auch in der letzten Runde schon. Oh, auf den Curbs anbremsen. Immer ein bisschen kritisch. Ja, auf der 7 dann Lorenzo. Ist, denke ich mal, auch ein gutes Ergebnis für ihn. Er wird sich da jetzt immer so ein bisschen steigern können. Und auch, kleine Überraschung, auf der 8. Position Alvaro Bautista. Mal schauen, was Zarco morgen macht. Crutchlow auch. Sehr weit hinten, die beiden. Das wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr spannender und interessanter Renntag. Und Emotionen werden natürlich auch wieder mit dabei sein. Natürlich auch in den kleinen Klassen
Da werden wir schon mal ein sehr, sehr gutes Frühstück bekommen, bevor dann das Hauptgericht kommt. Gerade hier in Mugello, die Windschattenspiele, die Moto3-Klasse ist ja nicht so, als wäre die schon ohnehin spannend. Man hat sie schon in den Qualis gesehen, was die sich da für eine Battle schon geliefert haben. In der Moto2, die Dominanz von Marc VDS, von Morbido und Alex Marquez. Wird auch ein sehr spannendes Duell. So, wir sind übers Ziel gefahren, haben unser Rennen gewonnen mit Andrea Dovizioso. Dahinter die beiden Yamaha-Piloten war gar nicht mal so groß der Abstand, ne? 2 Sekunden, etwas über 2 Sekunden. Und ja, ich würde die Replay einfach mal ein bisschen laufen lassen. Wir haben sie ja auch schon nebenbei gesehen, auch eins der neuen Features hier, die ich reinbringen möchte. Und ja, nochmal zu meinem Tipp. Jetzt am Ende, wenn ich jetzt nochmal so auf die Quali-Ergebnisse schaue, wir haben Vinales und Rossi vorne, die beiden Yamaha-Piloten, die wirklich, also na, die gehen wirklich so ein bisschen drauf, die stecheln, also der Vinales vor allem, der sticht da ganz schön auf den Rossi, wenn man das mal immer so ein bisschen beobachtet. Also Freunde, ja, werden die, glaube ich, keine mehr. Aber ich hoffe natürlich schon sehr auf Rossi, dass der hier in Mugello in Italien den Sieg davonträgt. Also den Speed hat er auf jeden Fall. Und die Erfahrung, die Cleverness, die hat er, auch wenn er mit einem kleinen Handicap da starten muss. Aber ich denke mal, dass Rossi das Ding wirklich machen wird. Vinales, vielleicht riskiert er sogar zu viel und stürzt. Wer weiß. Mal schauen, Dovizioso und Pirro werden vielleicht ein bisschen zurückfallen. Danach kommen ja schon die Repsol. Piloten Pedrosa wird, denke ich mal, auf 3, so 2, 3 fahren können. Marquez, ja, müssen wir auch mal schauen, wie er sich gegen Pedrosa behaupten kann, ob er da vorbeikommt. Er wird, denke ich mal, auch sehr hart pushen. Und dann eben, ja, Lorenzo Bautista, Tito Rabat ist ja auch sehr weit vorn und so weiter. Mal schauen, wie die sich halten können. Wir haben einen Zarco, der am Anfang sehr, sehr hart pushen wird, der ja auch meistens die weicheren Reifen dann nimmt und eben in den ersten Minuten schneller fährt. Müssen wir alle mal schauen. Es ist MotoGP, es kann sehr viel passieren, so wir legen den Controller mal beiseite. Wir werden das alles am Rennsonntag dann sehen und werden dann natürlich anschließend darüber reden in einer weiteren Folge. Und ja, mit diesen Bildern hier sind wir vorbei mit der Folge zu den Qualis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal beim MotoGP 2017 Mod.